Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich von Herzen, Ihnen heute nach einer ziemlich langen Pause wieder einmal einen der Großen von Hollywood vorstellen zu können, dessen Name unlöslich mit Filmen verbunden ist, die wir nie vergessen werden, George Cukor. George, darf ich, may I say George? Please, and also I understood what you said, and I'm very grateful. Ja, denn Sie haben verstanden, was ich gesagt habe, denn Sie sprechen tatsächlich etwas Deutsch. Yeah. Yes, and I hope that some of the films are vergisslich. I do hope, in the list. Also George Cukor meint, dass einige der Filme auf der Liste wirklich unvergesslich sein werden. Aber erinnern wir uns doch an einige, die Sie sicher gesehen haben. Da war zum Beispiel Gaslight. That was with Ingrid Bergman and Charles Boyer. Ganz richtig. Dann die große Greta Garbo. In La Dame aux Camélias. In der Kameliendame. Dann war Ein Stern wird geboren, A Star is Born. That was Judy Garland and James Mason. Und Little Women. That was Catherine Hepburn. Mit der unvergesslichen Hepburn. And I've done several pictures with her, about six or seven. Ja, mit Catherine Hepburn hat George Cukor verschiedene Filme gedreht. Dann war der herrliche Film Romeo und Juliet. That was Norma Shearer and Leslie Howard. Und der unvergessliche Leslie Howard und Norma Shearer waren drin. Und schließlich, um noch einen von vielen zu nennen, Born Yesterday. That was with Judy Holliday. I did several pictures with her, too. Und Hilde Knef, I think, played it as a theater. Oh, was it a success in this country? Ja, und Hildegard Knef hat dieses Stück als Theaterstück in Berlin gespielt. Aus all dem, meine Damen und Herren, können Sie schließen, dass George Cukor der Regisseur ist, der am meisten mit Frauen dreht. I was saying. Yes, I'm a woman's director. Ja, er ist also ein Frauenregisseur. Und ich möchte ihn gerne fragen, ob das daran liegt, weil er ungarischer Abstammung ist und die Ungarn haben ja besonders viele. I'm sure the Hungarians were very pleased to hear that. I don't think it has anything to do with it. Er meint, es hat nichts damit zu tun. Vielleicht damit, dass Sie immer noch Junggeselle sind. That I'm what? Because you're a bachelor, perhaps. Yes, maybe that's it. Maybe that's it. Maybe I'm not involved. No, I find women much more realistic and easier to work with. They're much more down to earth, curiously enough, than men. Although I have worked with Ronald Coleman, John Barrymore, Spencer Tracy. I've worked with them all, too. Ja. Also George Cukor meint, er arbeitet so gerne mit Frauen, weil Frauen viel realistischer wären und viel mehr sich auf den Boden der Tatsachen halten als die Männer. Aber seitdem wie im Wolle über zwei Frauen möchte ich George Cukor doch gerne etwas fragen. There are two women I'm terribly intrigued about. Well, I should say. Die erste ist Greta Garbo. Was ist das für eine Frau? Well, there's been so much talked about her. Ja, es ist viel über sie gesprochen worden. Yes, a great deal. I think when you know her, she is perfectly charming, very humorous, very conscientious, not very happy, and genuinely shy. Also wenn man die Garbo kennt, meint Mr. Cukor, dann ist sie, hat sie einen großen Sinn für Humor, sie ist sehr ehrlich, sie ist sehr gewissenhaft und eben doch, das wissen wir alle, sehr scheu. But really shy. Yeah. And determined for years to fight the press, as Catherine Hepburn. There are two women who had an unending battle with the press. Und genau wie Catherine Hepburn hat auch die Garbo einen immerwährenden Kampf mit der Presse geführt. Yes, yes. Und die andere, das ist unsere trauriger Fall, die Marilyn Monroe. Was glauben Sie, warum Marilyn Monroe gestorben ist? Well, I know none of the facts. We were making the picture, and we started. This is the second picture I did with her. She was very, she tried very hard, but could not seem to work. Could not get herself into the mood. And then I think she was a woman who was very hectic, and this just happened. I don't think it was a deliberate thing. Also Mr. Cukor meint, dass Marilyn Monroe sich nicht absichtlich das Leben genommen hat, als er mit ihr arbeitete, denn sie drehten zu der Zeit einen Film, weinte sie dauernd und sie konnte sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Sie war sehr hektisch und unruhig. Aber wie gesagt, Mr. Cukor glaubt nicht, dass sie sich absichtlich das Leben genommen hat. Aber nun, nachdem wir von der traurigen Marilyn gesprochen haben, wollen wir wieder in der Gegenwart bleiben. Welche neuen Filme dürfen wir von Ihnen erwarten, Mr. Well, I have just finished a picture called The Chapman Report. Also Sie haben gerade einen Film beendet, der Chapman Report. I believe that was published in German too. And it's a picture that interested me very much. It has four young and very interesting actresses. Mit vier jungen und interessanten Schauspielerinnen. Und dieser Chapman Report ist so etwas Ähnliches wie der Kinsey Report. Yes, almost. Yes. Ah, also eine ziemlich ein heißes Eisen, wie wir sagen würden. Yes, it is. I think a frank and honest examination of
the sexual habits of younger married women in America. Also eine ernsthafte und offene Untersuchung der Sittengeschichte, wenn wir so wollen, der verheirateten Amerikaner. Aber jetzt komme ich noch auf etwas anderes. Yes. Kurioserweise läuft nämlich jetzt in München My Fair Lady an. Yes. Und ich weiß, dass Sie, Mr. Cuca, auch mit dieser Fair Lady etwas ganz Besonderes vorhaben. Erzählen Sie. Well, I'm going to Paris right now to meet Audrey Hepburn. Also Mr. Cuca geht jetzt anschließend nach Paris, um dort Audrey Hepburn zu sehen. Who's going to play Eliza Doolittle? Die tatsächlich die Eliza Doolittle in dem Film von My Fair Lady spielen wird, den Sie drehen werden. Ja. Mr. Cuca, time is running as usual. We don't have an open main show. Yes. We've got to come to a close. Thank God you have. Und darum möchte ich als letztes nur noch etwas sagen. Ich glaube, jetzt, nachdem das Interview zu Ende ist, können wir einen Drink haben. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Cuca. Good luck. Und im Namen aller Zuschauer, vielen Dank für dieses Interview, was Sie uns gegeben haben. Thank you very much.